Hi und willkommen zu einem neuen Video. Willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Aufgebraucht-Video und ich würde sagen, wir starten direkt. Einmal Brody Palette aufgebraucht. Ja, muss ich dazu nichts weiteres sagen. Finde ich super. Nach ein paar Haarwäschen ist es leider wieder draußen und das ist wieder so braun. Aber ich finde die Farbe wirklich gut. Dann hatte ich hier einmal von Rewe Toilettenpapier aufgebraucht, Limited Edition mit dem Fuchs drauf. Also ja, das kam einmal mit und es ist leer gemacht worden. Dann, was auch leer gemacht worden ist, ist einmal Zewa Küchenrolle. Dann habe ich hier einmal von Denk mit Kokoswasser und Mandel Einzeltücher feucht. Genau, ich liebe die, alle Varianten davon und ja, das kam einmal in die Aufgebrauchtüte. Dann habe ich hier einmal von Ideenwelt, das ist beim Rossmann gewesen, Nasen- und Ohrhaarschneide, den habe ich aktuell noch. Ja, finde ich super. Ich benutze den allerdings nicht für die Nase, sondern für die Augenbrauen hier oben und finde das richtig gut und es tut auch gar nicht weh. Einzeltücher leer gemacht von Alouette vom Rossmann. Ja, finde ich ganz gut. Dann, was es auch neu gibt beim DM, ist DM Bio Winterfruchtpunsch mit Apfel, Orange und Zimt. Ja, das ist ein Apfel, Orange und Zitrone. Da ist auch Zimt dabei. Finde ich super, super gut. Super lecker. Erwärmen und dann als Glühwein trinken. Also finde ich richtig gut. Oder kalt schmeckt das genauso. Ja, würde ich mir nachkaufen. Es gibt noch eine andere Sorte. Dann, was ich euch auch zeigen wollte in den Food-Bereich, Vivera veganes, knuspriges Schnitzel Hähnchenart. Das war richtig gut. Also mein Freund hat gesagt, man schmeckt es gar nicht, dass es vegan ist. Genau. Und ja, ich fand es richtig gut und würde es sogar nachkaufen. Ja. Auch leer gemacht sind einmal von DM Bio die Winternudeln. Ja, die sind einmal aufgebraucht gewesen. Genauso wie vom Rewe Bio Vegan Bunte Beeren. Ja, die fand ich auch richtig gut. Dann, was es auch leer gegangen ist, ist von Balea Badesalz Happy Melody mit blumig fruchtigen Duft. Fand ich auch richtig gut. Davon fand ich ja die Einzweck-Tücher super. Gibt es ja leider nicht mehr. Und die sind jetzt im Abverkauf beim DM. Und ja, fand ich gut, auch der Duft. Ja, also ich habe die echt gefeiert. Dann, was auch leer gegangen ist, ist von Domol Farb- und Schmutzfangtücher. Das sind diese XL-Pack gewesen, 50 Stück. Ja, sind einmal leer gegangen. Ich benutze ja Tücher für jede Wäsche. Dann habe ich hier einmal Bitterliebe-Tropfen gekauft gehabt und habe ich noch in Verwendung, sind noch nicht ganz leer, aber die finde ich super, sind halt gewöhnungsbedürftig im ersten Moment, aber man gewöhnt sich dran und die sollen den Heißhunger verlangsamen, also dass man nicht so Appetit hat auf Süßes, genau, und ja, würde ich mir nachkaufen. Dann, was auch leer gegangen ist, ist von Sacrotan der Bartreiniger, ja, den finde ich auch richtig gut. Dann, was auch immer so ein Klassiker bei mir ist, ist Glasreiniger. Da nutze ich halt, die ich gerade momentan, da wo ich momentan einkaufen gehe, kaufe ich die. Das ist jetzt zum Beispiel von Rewe. Ich nutze die auch ganz gerne von Netto, Penny und wie die alle heißen. Also ich habe da jetzt keinen Unterschied gefunden zwischen DM und Rossmann. Dann habe ich hier einmal Zahnbürsten leer gemacht. Da waren zwei Stück drin. Dann habe ich hier eins von meinen liebsten Geschirrreinigungsmittel, Spülmittel, Palmolive Ultra. Das ist diese lilane Version gewesen. Ja, fand ich richtig gut. Auch der Duft voll gut. Dann einmal leer gegangen ist Pantene Puder, Penaten Baby Puder. Das habe ich ganz gerne für die Kopfhaut genommen als Trockenshampoo. Dann ist hier einmal leer gegangen dieses Aloe Vera Gel, 99%. Ja, finde ich richtig gut. Kann ich euch empfehlen.
da habe ich noch eins. Dann, was auch leer gegangen ist, von Jen und Len. Das sind die, ist ein Schaumbad gewesen. Ja, den Duft fand ich auch richtig gut. Ja, das hat sowas Sauberes, sowas, ja, Neutrales. Also fand ich richtig gut und gerade als Schaumbad. Ich habe mal Toilettenpapier leer gemacht. Dann ist einmal leer gegangen von meiner Schwester ihren Freund. Das ist einmal Shampoo gewesen, Energie-Shampoo, wütender Tiger. Ja, den kann man bei Amazon kaufen, soweit ich weiß. Einmal den, er fand den richtig gut. Dann ist einmal leer geworden Sebamed, ein Shampoo, fand ich auch richtig gut. Dann ist einmal das Reinigungsschaum leer gegangen, auch von Sebamed, auch richtig gut. Die Produkte von denen finde ich richtig gut. Dann ist hier eine Zahncreme leer gegangen von Marvis. Das ist das Aquatic Mint. Ja, kann ich euch auch empfehlen. Auch richtig gut. Was dann auch leer gegangen ist, ist von Meister Popper. Das ist der Allzweckreiniger für den Boden. Auch richtig gut. Dann habe ich hier noch eins leer gemacht, da ich ja immer gern teste. Und ich habe aktuell das von Ajax jetzt und habe das hier von General Universal Bergfrühling leer gemacht. Das war auch richtig gut. Habe ich hier noch mal Küchenrolle. Dann, was auch leer gegangen ist, ist von Isana die Cremedusche Pink Peach. Ja, der Duft war auch richtig gut. Ja, sehr fruchtig. Würde ich nachkaufen. Dann, was auch leer gegangen ist, mein liebster Denkmit-Weichspüler. Muss ich mir die definitiv nachkaufen. Ich habe nichts mehr davon. Und der kommt auf jeden Fall beim nächsten DM-Einkauf mit. Dann, was auch leer gegangen ist, ist einmal so ein Salz für die Badewanne gewesen. Das habe ich damals in Polen gekauft. Das war auch richtig gut vom Duft her. So nach Marshmallow hat es geduftet. Dann hatte ich hier einmal von Bucodent eine schwarze Zahnbürste leer gemacht. War auch ganz gut. Dann hatte ich hier einmal von Isana die Meeresluft Seife leer gemacht. Aquatisch frische Duft. Genau. War auch richtig gut. Dann noch eine Kosmetik-Tücherbox. Dann habe ich hier einmal sensitive Toilettentücher feucht. Dann nochmal Küchenrolle. Dann, was auch leer gegangen ist, sind so Badekugeln von Spa gewesen. Ja, die waren auch richtig gut. Allerdings schnell verflogen. Dann hatte ich hier noch die Osternudeln von DM Bio. Ja, die habe ich auch leer gemacht. Die waren auch gut. Dann mein liebstes Haarspray von Isana ist einmal das Bambus. Ja, das kaufe ich ja immer gerne nach, wenn es im Angebot ist oder auch so. Dann hatte ich hier von Isana Ceramide Creme Peeling leer gemacht. Ja, der war auch richtig, richtig gut. Ist komplett leer. Würde ich nachkaufen. Der Duft war auch sehr, sehr gut. Dann, wo auch der Duft sehr gut war, von Balea Handseife Glossy Touch. Also das fand ich richtig gut. Nach Mandel hat es geduftet. Hat mir richtig gut gefallen. Dann hatte ich im Urlaub diese irischen Süßigkeiten mitgenommen und auch leer gemacht. Die waren auch richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob ich die so im Internet kaufen kann. Muss ich erstmal gucken. Dann hatte ich hier von Enert Bio, das ist von Mussmann gewesen, die Dinkelkugeln leer gemacht. Die waren auch richtig lecker. Dann hatte ich hier einmal von Coral Color Waschmittel Optimal Color. Ja, auch richtig gut. Duft war auch in Ordnung. Ja, habe ich jetzt nicht so weggehauen, aber war auch ein frischer Duft. Und ja, wenn es im Angebot ist, warum nicht? Ich würde schon kaufen. Dann habe ich noch eine Cremeseife leer gemacht von Isana Dream Beach. Ja, mit Melone und Hibiskusblüte. War auch richtig gut. Dann einmal von Altera Naturkosmetik eine Cremedusche Vanilla. Hat mir vom Duft gefallen, aber ich fand das Duscherlebnis nicht so toll bei der hier. Würde ich mir so nicht nachkaufen. Was ich toll fand, ist von Palmolive das Nature Sensitive Duschgel. Das fand ich immer gut. Das fand ich ja richtig gut. Würde ich mir auch nachkaufen, wenn ich nicht so viel habe. Genau. Einmal das. Dann einmal ist Sana Man
Sensitive Duschgel gegangen. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Fand er gut. Dann einmal einmal Müllbeutel leer gemacht. Dann hatte ich hier einmal leer gemacht vegane Kokosmilch Reis zum selber kochen. Ja, war in Ordnung, aber ich fand den Geschmack jetzt nicht so toll. Habe mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ich weiß nicht, ob es noch zu kaufen gibt. Aber eine Alternative ist es ja, aber hat mir nicht so geschmeckt, würde ich mir so nicht kaufen. Dann meine liebste Zahncreme ist leer gegangen von La Vera, einmal die hier. Dann ist ein Rasierschaum leer gegangen, Fresh Pitaya von Balea. Ja, also ich nutze es ja sehr, sehr selten und das ist einmal nach 100 Jahren mal leer gegangen. Genau, würde ich mir so aber nicht nachkaufen, weil ich ja so gesehen nicht so gerne Rasierschaum benutze. Dann ist einmal von Isana Wattestäbchen leer gegangen. Einmal die hier mit Baumwolle. Und dann habe ich hier noch kosmetische Teile. Da habe ich einmal von Got To Be dieser Kleber für die Augenbrauen leer gemacht. Ja, der war in Ordnung. Würde ich nachkaufen. Dann, was ich auch nachkaufen werde, ist von True Skin von Catrice dieses Make-up hier. Fand ich auch richtig gut. Dann, was auch richtig toll ist, das ist der Concealer von der Serie. Und dann ist einmal von meiner liebsten Augenbrauenfarbe, ich glaube, das ist von Rival de Loup, einmal dieses schwarze hier leer gegangen für die Augenbrauen. Genau, einmal das hier leer gegangen und ich fand es gut, würde ich mir nachkaufen. Ja, das war es mit meinem Aufgebrauch. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss, meine Lieben.